Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Lob und Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir danken Allah azza wa jal, dass er uns diesen Monat hat zu Ende bringen lassen und dass wir diesen Monat gefastet und gebetet haben. Liebe Geschwister, in der Khutbat al-Eid, in der Predigt am Eid-Tag, ist es nicht einfach, ein Thema zu wählen, das alle Menschen anspricht. Und der eine mag wohl sagen, warum spricht der Khatib über ein Thema, das völlig klar ist und eindeutig ist und es eine Sache ist, von der eigentlich die sowieso jeder praktiziert, wie das Gebet oder das Fasten oder den Wudu oder ähnliches. Wisset, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sein Gebet sogar auf dem Minbar verrichtet hat, auf der Kanzel, damit die Leute sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet. Liebe Geschwister, manche sagen, warum spricht man nicht über die großen Themen in dieser Welt, über die großen Sorgen der Umma insgesamt und über die Realität heutzutage und so weiter und so fort. Das Gebet ist doch eine eindeutige Sache, das braucht man doch nicht extra noch einmal zu erörtern in einer Predigt. Liebe Geschwister, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wer von uns beiden braucht die Ermahnung am ehesten? Wer von uns braucht die Ermahnung am ehesten? Wir oder die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben in einer Zeit gelebt, über die der Prophet sagte, dass sie die besten Generationen sind überhaupt. Und der Prophet hat gelebt in einer Zeit mit Menschen, die sicherlich ihre Gebete nicht vernachlässigt haben. Und der Prophet hat gelebt in einer Zeit mit Menschen, liebe Geschwister, über die Allah Azza wa Jal im Koran schöne Worte gesagt hat, die Allah Azza wa Jal gelobt hat, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies versprochen hat und über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von denjenigen Menschen, die bei Badr dabei waren oder die beim Treueschwur unter dem Baum Al-Hudaybiyah dabei gewesen waren, niemand von den beiden Gruppen wird in die Hölle eingehen. Und dazu gehört Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und viele andere Sahaba, über 300 Stück waren allein schon beim Treueschwur von Hudaybiyah dabei. Möge Allah Azza wa Jal mit ihnen allen zufrieden sein. Liebe Geschwister, brauchen diese Sahaba, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies schon versprochen hat, brauchen sie wirklich noch eine Ermahnung, brauchen sie wirklich eine Erinnerung an das Gebet? Und die Antwort lautet ja. Denn Allah Azza wa Jal sagte auch zur Zeit dieser edlen Menschen, erinnere, denn die Erinnerung nützt den Gläubigen. Oder ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Und Ali radiallahu ta'ala anhu berichtet sogar, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das Letzte, was er überhaupt gesagt hat, die letzte Empfehlung, die er den Menschen gegeben hat, war, achtet auf das Gebet, achtet auf das Gebet und fürchtet Allah in Bezug auf das, was eure rechte Hand besitzt. Auf das Gebet zu achten, liebe Geschwister, war die letzte Sorge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in Bezug auf seine Umma. In der Realität gehören wir zu einer von drei Gruppen. Entweder wir verrichten das Gebet nicht, oder wir sind dem Gebet gegenüber nicht aufmerksam genug. Das heißt, wir geben dem Gebet nicht das angemessene Recht, das ihm zusteht. Oder, liebe Geschwister, du verrichtest das Gebet genauso, wie es von dir verlangt worden ist. Derjenige, der sein Gebet nicht verrichtet, befindet sich in einer gewaltigen Gefahr. Auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm Gesundheit gegeben hat und Wohlbefinden gegeben hat und Vermögen gegeben hat und Kinder gegeben hat und eine Ehefrau gegeben hat und eine Arbeit gegeben hat und was auch immer, all dies, liebe Geschwister, es besteht die Gefahr und die Befürchtung, dass Allah azza wa jalla dem Menschen, dem Sünder, dem Frevler diese Wohltaten erweist, damit er weitermacht mit dem, was er macht, damit Allah azza wa jalla ihn eines Tages ergreift, plötzlich, wovon er nicht damit gerechnet hat. Allah azza wa jalla sagte das im Koran ganz deutlich, als er sagte, als sie dann vergaßen, womit wir sie ermahnt haben, als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, öffneten wir ihnen die Tore zu allen Dingen. Das heißt, wir öffneten ihnen die Tore von jeder Ni'ma, von jedem Rizq gaben wir ihm etwas her.
Als sie dann froh waren über das, was ihnen gegeben worden war, ergriffen wir sie plötzlich. Da waren sie sogleich verzweifelt, liebe Geschwister. Der eine mag sagen, warum kommt der Khatib und macht uns am heutigen Tag, am Eid-Tag, Angst und will uns fürchten lassen? Ein Tag, an dem man eigentlich glücklich sein sollte. Ein Tag, an dem man lieber sagen sollte, frohes Fest oder frohes Jahr oder herzlichen Glückwunsch zum Eid oder ähnliches. Liebe Geschwister, und andere sagen, das ist doch ein Tag, an dem man glücklich sein soll. Und ich glaube, dass eine Person, die so etwas sagt, jenseits der Realität lebt und die Realität nicht sehr gut kennt und auch in sich nicht die Sorgen seiner Geschwister trägt, liebe Geschwister, und er weiß auch nicht, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, als er die Eid-Predigt gehalten hat. Liebe Geschwister, damit wir die Sache wirklich so sehen, wie sie wirklich ist, wenn du fastest, gibt es Gelehrte, die der Einsicht gewesen sind, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein und sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen, die gesagt haben, dass eine einzige Sünde, die absichtlich begangen wird, während man fastet, zur Ungültigkeit des Fastens führt. Das heißt, wenn du nur einen einzigen Blick machst, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat, den Allah also nicht erlaubt hat, waren manche Gelehrte, liebe Geschwister, der Ansicht, dass dieses Fasten ungültig geworden ist. Warum? Weil das Fasten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der die Falschaussagen nicht unterlässt, so braucht Allah azzawajal nicht sein Essen und sein Trinken, das er unterlässt. Derjenige, der die Falschaussage nicht unterlässt, Shahadat al-Zur, und danach zu handeln auch nicht unterlässt, Allah azzawajal braucht nicht sein Essen und sein Trinken, das er unterlässt. Was ein starker Hinweis darauf ist, dass es beim Fasten prinzipiell darum geht, dass man seine Sünden unterlässt und nicht nur das Essen und das Trinken und was dazugehört. Und wer garantiert jetzt noch, nachdem er das gehört hat, liebe Geschwister vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sein Fasten angenommen worden ist? Und wer garantiert jetzt noch für sich selbst oder für andere, dass er diesen Monat durchgefastet hat, an ihn glaubend und auf die Belohnung Allahs hoffend, sodass seine vergangenen Sünden alle vergeben worden sind? Was wir dringend erreichen müssen, liebe Geschwister, ist die falsche Aqida, die man teilweise Irja nennt, aus den Köpfen der Leute zu entfernen. Damit meine ich die Einstellung von vielen Muslimen, dass sie sagen, ich bin Muslim und das war's. Und sie denken, sie brauchen ihr Islamsein nicht zu beweisen und unter Beweis stellen. Wer ist derjenige, der, liebe Geschwister, sich selbst das Paradies verspricht und garantiert und keine Angst hat vor dem Höllenfeuer? Das Höllenfeuer ist doch nicht nur bereitet worden für die ungläubigen Menschen. Oder denkt ihr, dass jeder Muslim, den du unterwegs triffst, ein Paradiesbewohner sein wird, der niemals die Hölle erblicken wird? Liebe Geschwister, das Höllenfeuer ist gemacht worden für diejenigen, die es verdienen. Genauso wie das Paradies gemacht worden ist für diejenigen, die es verdienen. Thauban berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, ganz sicher kenne ich Leute von meiner eigenen Gemeinschaft, die am Tag der Auferstehung kommen werden mit guten Taten, die so viel sind wie die Gebirgskette von Tihama. Das ist eine Gebirgskette in Arabien. Die werden kommen mit so vielen Hasanat wie die Gebirgsketten von Tihama. Aber Allah Azza wa Jal wird sie zu verwehtem Staub machen. Das heißt, sie werden kein Gewicht haben in der Waagschale. Dann sagte Thauban, O Gesandter Allahs, beschreibe uns doch diese Menschen, damit wir nicht zu ihnen gehören, damit wir nicht zu diesen Menschen gehören und wir es gar nicht wissen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wahrlich, sie sind eure Geschwister und sie sind von eurem Blut und sie beten nachts genauso wie ihr nachts betet. Aber diese Leute, wenn sie alleine sind, dann begehen sie verbotene Dinge. Liebe Geschwister, wer garantiert jetzt noch für sich eine einzige Hasana? Allah Azza wa Jalla ist imstande, Hasanat im Gewichte der Berge von Tihama wie zu verwehtem Staub zu machen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat streng davor gewarnt, nachlässig zu sein im Gebet. Und diese Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben, sie verrichten ihre Gebete, sie verrichten sogar ihre Nachtgebete. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. Liebe Geschwister,
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht diese Warnung zu einer Zeit, zu der die besten Menschen gelebt haben. Und das war auch die letzte eindringliche Empfehlung von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, als Al-Nuswar ibn Makhrama radiallahu anhu bei Umar eintrat, in der Nacht, in der er erstochen worden ist. Ihr wisst, Umar wurde erstochen während dem Fajr-Gebet, aber er ist nicht direkt gestorben, sondern erst ein paar Tage später. Noch in der gleichen Nacht, am Morgen, kam dann Al-Nuswar radiallahu anhu zu Umar rein, um ihn zum Fajr-Gebet zu aufzuwecken, liebe Geschwister. Und als er ihn aufgeweckt hat, obwohl der Mann todkrank ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sagte Umar, jawohl, jawohl, denn jemand, der das Gebet unterlässt, hat am Islam keinen Anteil. Und daraufhin betete Umar, während Blut aus seiner Wunde tropfte, liebe Geschwister. Dieses Gebet, liebe Geschwister, manche von uns verrichten es nicht so, wie es angeordnet worden ist. Manche, sie verrichten das Gebet jahrelang. Und diese Geschwister sehen wir auch teilweise hier in der Moschee. Geschwister, sie beten ein Gebet, das kann niemals gültig sein, liebe Geschwister. Warum? Weil er Bewegungen macht und dabei nicht zur Ruhe kommt in jeder Position. Das heißt, wenn er seinen Kopf erhoben hat von Ruku', dann geht er sofort wieder runter, ohne kurz still zu bleiben und zu sagen, Rabbana walakal hamd. Oder wenn er im Sujud war und er setzt sich hin, noch bevor er zur Ruhe gekommen ist und gesagt hat, zum Beispiel Rabbi Ghfirli oder was anderes, geht er sofort wieder in den Sujud und ist nicht zur Ruhe gekommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Huraira, und der ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim, hat er gesagt zu einer Person, die das gemacht hat, geh nochmal zurück, denn du hast noch nicht gebetet. Und dreimal hat die Person ihr Gebet wiederholt. Und dreimal hat er diesen Fehler gemacht. Und beim dritten Mal sagte dann, O Gesandter Allahs, bring mir doch das Gebet bei. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, dann verrichte den Wudu auf vollkommene Weise, dann wende dich in Richtung Qibla, dann sag Allahu Akbar und dann lies vom Koran, was dir leicht fällt, und danach geh in den Ruku', bis du zur Ruhe kommst. Und danach hebe dich vom Ruku', bis du im Stehen zur Ruhe kommst. Und dann geh in die Niederwerfung und Sujud, bis du zur Ruhe kommst. Und dann hebe deinen Kopf wieder, bis du aufrecht sitzt. Und dann mach dies, sagte er, in deinem gesamten Gebet. Liebe Geschwister, wenn wir uns nicht gegenseitig ermahnen in Bezug auf das Gebet, dann ist die Ermahnung sicherlich fehl am Platz. Liebe Geschwister, heute ist sicherlich der Tag, an dem man Allah Azza wa Jalla dankt, in dem man seiner gedenkt, in dem man was isst und trinkt, um seiner Anordnung, nämlich dem Verbot, heute zu fasten, zu folgen. Liebe Geschwister, heute ist der Tag, an dem manchen Menschen ihre Sünden vergeben worden sind. Und ich würde gerne wissen, und jeder von uns würde gerne wissen, wer ist der Glückliche unter uns, dem seine Sünden vergeben worden sind. Dass wir ihm gratulieren können. Denn das ist eine Sache, die wirklich eine Gratulation verdient. Und wer ist diejenige Person, die heute Morgen aufgewacht ist, und aufgewacht ist wie an dem Tag, an dem er geboren worden ist. Sodass wir ihm gratulieren können, liebe Geschwister. Und wer ist derjenige Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala vom Höllenfeuer befreit worden ist in einer der Nächte von Ramadan? Sodass wir dieses edle Gesicht betrachten können. Denn was gibt es Schöneres in diesem Leben, als ein Gesicht zu sehen, von dem du weißt, dass er im Paradies sein wird? Und liebe Geschwister, wer ist derjenige von uns, der so viele gute Taten hat niedergeschrieben bekommen am heutigen Tag, weil er eine einzige Nacht gebetet hat, sodass er, liebe Geschwister, die Taten niedergeschrieben bekommen hat, einer Person, die mehr als 80 Jahre lang Gutes gemacht hat. Liebe Geschwister, verrichtet das Gebet, so wie Allah Azza wa Jalla es euch angeordnet hat. Gemäß den Bedingungen, gemäß den Arkan, gemäß den Wajibat und so wie der Prophet es vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. In der Gemeinschaft der Muslime, in den Moscheen, damit dies eine Wohltat ist und eine Belohnung ist, die ihr am Tag der Auferstehung antreffen werdet. Und ordnet euren Kindern ebenfalls das Gebet an. Sowohl den Jungs als auch den Mädchen und macht darin keinen Unterschied. Und ordnet euren Töchtern den Hijab an und die Schamhaftigkeit und das Bedecken. Und sagt, und keiner von euch darf sagen, ich bin dazu nicht imstande. Denn wenn jemand sagt, ich bin nicht dazu imstande, dann läuft er Gefahr hinaus, dass er über Allah Azza wa Jalla lügt. Denn Allah Azza wa Jalla hat ihm angeordnet und Allah wird dich bestimmt nicht zu etwas verpflichten, wozu du nicht imstande bist.
Liebe Geschwister, in der zweiten Khutbah werde ich noch ein paar Worte weiter über das Fasten verlieren. Barakallahu fi. Liebe Geschwister, alles so gebührt Allah und Allahs Segen und Heil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn der Monat Ramadan vorbei ist, so hören die Taten eines gläubigen Muslims nicht auf, es sei denn er stirbt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verschiedene Sunnen vorgemacht. Und eine Sunna, die er uns vorgemacht hat, ist es, 6 Tage vom Shawwal zu fasten, nach der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten. Diese 6 Tage von Shawwal, liebe Geschwister, die beginnen ab morgen, ab dem 2. Tag. Weil der Eid, islamisch gesehen, ist nur ein Tag. Auch wenn die Leute mehr als einen Tag feiern, aber der Eid ist ein Tag, ist heute. Und morgen ist wieder ein gewöhnlicher Tag und deswegen darf man ab morgen bereits anfangen zu fasten. Man kann diese 6 Tage hintereinander fasten, man kann auch montags und donnerstags fasten und dadurch 6 Tage am Stück oder 6 Tage die Zahl vollenden. Am besten ist es, wenn du natürlich mit verpassten Tagen vom Ramadan nachholst, denn Pflichten sind Allah Azza wa Jal viel lieber als freiwillige Taten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Ramadan gefastet hat und ihm dann 6 Tage von Shawwal folgen lässt, der ist so, als hätte er das ganze Jahr lang gefastet. Liebe Geschwister, lest auch den Koran weiter, wie ihr in diesem Monat ihn gelesen oder gehört habt. Und verinnerlicht das Buch Allahs und achtet darauf, den Koran morgens und abends zu lesen. Stellt euch vor, wir im Vergleich zu den Juden und den Christen sind die einzige Gemeinschaft auf dieser Welt, die ihr Buch noch so hat, wie es von Allah Azza wa Jal offenbart worden ist. Alle anderen Gemeinschaften beneiden uns darum, weil ihre Bücher verändert worden sind. Aber du hast diesen Koran, der wortwörtlich so ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn ausgesprochen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ich möchte noch die Schwestern ich möchte den Schwestern noch etwas Besonderes sagen, extra für sie. Liebe Schwestern und liebe Frauen und liebe Töchter und liebe Tanten und wer auch immer anwesend ist. Euch obliegt es Allah Azza wa Jal gegenüber, ihn zu fürchten in Bezug auf euch selbst. Und dass ihr auch Allahs Grenzen einhaltet. Und dass ihr auf die Rechte eurer Ehemänner und auf die Rechte eurer eigenen Kinder achtet. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, darum sind die rechtschaffenen Frauen demütig Allah ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Darum sind die rechtschaffenen Frauen demütig ergeben, das heißt ihren Ehemännern gehorchend, solange sie ihnen vernünftige Dinge anordnen. Und hüten das zu Verbergende, das heißt es gibt Dinge zwischen dir und deinem Ehemann, die darf keiner wissen, sei es Dinge, die zwischen Mann und Frau sind oder Geldangelegenheiten, die niemandem etwas angehen. Allah sagte, weil Allah es hütet. Warum? Weil Allah Azza wa Jal ist derjenige, der den Männern angeordnet hat, ihre Frauen ihre Rechte zu geben und deswegen sind die Frauen dazu auch verpflichtet, den Männern ihre Rechte zu geben. Das heißt, Allah ist der Grund dafür, dass die Frauen ihre Rechte bekommen. Liebe Schwestern, lasst euch nicht verführen von anderen Frauen, die hinausgehen in die Öffentlichkeit und sich präsentieren wollen und Kleider tragen, die Allah Azza wa Jal nicht erlaubt hat und unverschämt sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das war vor über 1400 Jahren, liebe Geschwister, es gibt 2 Gruppen der Hölle, die ich noch nicht gesehen habe. Das heißt, eine Sünde, die er voraussagt, die zu seiner Zeit noch nicht eingetroffen ist, die aber noch eintreffen wird und wir bezeugen, dass sie heute schon längst eingetroffen worden ist. Liebe Geschwister, er sagte, es geht um Frauen, die gekleidet sind und doch nackt sind. Sie sind selbst irregeleitet und sie leiten andere ebenfalls in die Irre. Ihre Köpfe sind wie die Kamelhöcker, sie sind wie die schwankenden Kamelhöcker. Da sagte sallallahu alaihi wasallam, sie werden das Paradies nicht betreten und sie werden nicht einmal vom Paradies Geruch zu riechen bekommen. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeichnet uns ein Bild von einer Frau, die ihren Hijab trägt, aber trotzdem trägt sie ihn irgendwie doch nicht richtig. Und sie ist wie eine Frau, die ihn gar nicht trägt. Sie trägt ihren Khimar, das heißt ihre Kopfbedeckung, und das ist ein Teil des Hijab, wie man weiß. Sie trägt ihren Khimar, aber ich kann durch den Khimar erkennen, dass sie bestimmte Haare hat, die sie nach oben hochgesteckt hat. Und dadurch sieht das aus wie ein Kamelhocker. Und weil ich erkennen kann, dass sie Haare hat,
die so viel sind, wie ich erkennen kann, durch den Hijab hindurch, aufgrund der Form, die der Hijab annimmt oder der Khimar, hat der Prophet sie beschrieben wie Frauen, die gar nicht gekleidet sind. Weil wenn ich erkennen kann, was drunter ist, durch die Form oder durchsehen kann, dann ist es so, als hätte sie gar keinen Khimar angehabt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie sind bekleidet und doch nicht bekleidet. Sie werden das Paradies nicht betreten und sie werden auch nicht einmal den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. Was ist dann mit einer Frau, die absichtlich Teile ihrer Fitna nach außen zeigt, sodass die Männer diese sehen können? Und ebenfalls achtet darauf, dass eure eigenen Töchter, auch wenn sie noch klein sind, Kleider tragen, die einer muslimischen Frau angemessen sind und ihr stehen. Das ist nicht als Pflicht gemeint, aber als dringende Empfehlung, damit die Frau direkt von klein auf lernt, wie man sich anständig kleidet. Und achtet darauf, dass ihr euch nicht mit den Männern, dass ihr nicht den Männern nachahmt, was die Kleidung angeht und ähnlichen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diejenigen Frauen verflucht, die Männern ähneln. Und genauso hat er diejenigen Männer verflucht, die den Frauen ähneln. Liebe Geschwister, Allah azza wa jalla sagte, O ihr Menschen, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, so soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher, nämlich der Shaitan. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Und zu guter Letzt möchte ich noch zwei kleine Anmerkungen machen. Die erste ist, liebe Geschwister, wir sammeln inshallah Spenden für unsere Geschwister in Pakistan. Möge Allah Azza wa Jal unseren Geschwistern helfen. Und möge Allah Azza wa Jal die Kranken von ihnen heilen. Und möge Allah Azza wa Jal die Waisen von ihnen aufnehmen. Und möge Allah Azza wa Jal die Armen von ihnen reich machen. Und möge Allah Azza wa Jal diejenigen, die keine Häuser haben, ihnen Häuser schenken. Und möge Allah Azza wa Jal ihnen helfen mit allen Möglichkeiten, die wir nur kennen und die wir nicht kennen. Liebe Geschwister, wir werden das sammeln, wie es draußen ausgehängt worden ist. Allerdings haben wir von der Liste gestrichen die Kleider. Egal welche Kleider, ob es jetzt alte Kleider sind oder neue Kleider sind. Bitte das nicht abgeben, weil das wird nicht akzeptiert werden, dann müssen wir das leider wegschmeißen. Deswegen alles andere, was auf der Liste draufgeschrieben steht, bitte spendet das. Das sind Dinge, die ihr, wenn ihr einkaufen geht, kauft einfach eins dazu, damit ihr es euren Geschwistern mitgeben könnt. Stellt euch vor, ihr seid einfach draußen auf der Straße, ihr braucht alles, was ein Mensch normalerweise braucht. Als letztes berichtet Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, heute sind zwei Festtage aufeinander gefallen. Das heißt, zwei Festtage finden gleichzeitig statt. Wer also am Eid-Gebet teilgenommen hat, ist vom Jum'a-Gebet befreit. Und wir werden auf jeden Fall, insha'Allah, trotzdem das Jum'a-Gebet verrichten. Möge Allah Azza wa Jalla die Begrüßung von euch allen annehmen, den Ersten, der zu imstande ist, und den Ersten, den wir uns zu bitten haben. Aqulu bima tasma'un, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.